Das große Bild in der Mitte stellt die Eurosphinx dar. Eurosphinx gibt es natürlich nicht nur in meinem Kopf, aber in der Beobachtung, ohne groß politisch da ins Detail zu gehen, erleben wir in allen Richtungen, wie immer der Wind weht von den Fahnen. Wir sehen Amerika, wir sehen Europa. Wir können auch jetzt, wenn wir näher rangehen an das Bild, oben noch die Freiheit sehen, die Liebe durchstrichen, überstrichen oder unterstrichen durch die Taube. Europa möchte natürlich genauso eine Macht werden, wie die großen Mächte schon immer da waren. Der Kampf, auch hineinzukommen, ist rechts angedeutet mit der türkischen Fahne, aber die Sternchen flitzen noch weg. Es ist bis jetzt immer noch nicht geschehen. Das Bild ist von 2016. Links haben wir wieder Griechenland. Die wurden ja dann sehr stark vor circa 4, 5 Jahren unterstützt. Da hat also Europa mal auch wieder was sehr Gutes getan. Was noch zu sehen ist in diesem Bild, der Hals dieser Eurosphinx, wieder mit einer gewissen Strategie, weil natürlich jede Machtposition auf sich selber in erster Linie schaut. Leider.